Jo, mein Leben, Zuschauer und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Das ist mal wieder ein Themenvideo, das heißt, es gibt keinen krassen Schnitt. Wer krassen Schnitt will, schaut woanders vorbei, in den letzten Videos, Skywars oder keine Ahnung was. Aber Schnitt wird hier nicht geben. Bye. So Leute, wie ihr das schon im Titel gelesen habt, geht es um eine Sache, die sich in den letzten Jahren auf YouTube immer weiter und weiter entwickelt hat, die im Prinzip momentan jeder macht. Und zwar einen Song raushauen. Gestartet hat dieser Trend ungefähr bei, keine Ahnung, ich glaube, das war ApoRed damals. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, es war ApoRed. Er hat ja damals seinen ersten Song rausgehauen, der hieß Photoshop, wurde von anderen Leuten immer sehr kritisiert, obwohl es ja eigentlich nur so als Joke gemeint war. So, ich konnte mir das immer relativ gut geben, weil ich immer richtig lachen musste, weil ich den Sketch dahinter verstanden habe. Jedenfalls hat danach jeder YouTuber begonnen, irgendwelche Songs zu irgendwelchen Specials rauszuhauen. Versteht mich nicht falsch. Es heißt nicht direkt, bloß weil ein YouTuber einen Song raushaut, dass dieser Song direkt scheiße ist. Doch die Vergangenheit hat leider gezeigt, dass es echt extrem viel Bullshit gibt. Baby mit Wappa, Miguel Pablo Songs und sonstiger Crap, den ich keinen Bock habe hier aufzuzählen. Natürlich haben sich die YouTube-Rapper auch entwickelt und sind mit der Zeit immer richtig viel, viel besser geworden. Ein sehr gutes Beispiel ist dafür ApoRed. Am Anfang konnte man bei ihm sagen, ja, ist eher semi-geil. Doch mittlerweile kann man sich sein Stuff wirklich gut geben. Zum Beispiel Billo oder Numero Uno, das fand ich auch richtig nice. Ich weiß noch, bei mir zu dieser Everyday Saturday Zeit, wo er das rausgebracht hat, hat einfach jeder auf dem Schulhof immer Everyday Saturday in der Gegend rumgesungen. Ich dachte mir immer nur so, what the heck? Wie auch immer, ich find's eigentlich ganz cool, dass ein YouTuber versucht, sich neu auszuprobieren, sich neu zu erfinden und neue Sachen sich auszudenken. Und ob es jetzt ein Song ist, Merchandise oder sonstige Dinge, finde ich es immer richtig cool, wenn ein YouTuber mal was Neues ausprobieren will und nicht ewig beim Gleichen bleibt. Und so ist es auch bei den Songs. Bei manchen klappt es natürlich eher weniger gut, wie bei Bibi zum Beispiel. Wap Wap war jetzt eher semi-geil, also war jetzt nicht so meins. Als dann Katja Krasavitz, sagt man Krasavitz, Krasavitz oder Krasavitz, ich weiß es gar nicht. Als sie dann angekündigt hat, dass sie auch einen Song droppt, hat sich so jeder gedacht, ja, das wird auch komplett scheiße und sonstiges. Aber als sie dann ihren Song gedroppt hat, das war ja Doggy, muss ich ehrlich sagen, klang das gar nicht so schlecht. Das war, eigentlich konnte man sich das gut geben. Also auf jeden Fall war da echt wochenlang Ohrwurmfaktor am Start. Bei ihrem Song. Natürlich war das inhaltlich, wie man es von Katja gewohnt ist, totaler Bullshit. Aber dennoch konnte man sich den Song wegen halt diesem Ohrwurm-Potenzial richtig gut geben. Vor kurzem hat auch Dagi einen Song rausgehauen. Ist noch gar nicht so lang her, war auch ein paar Tage lang in den Trends auf Platz 1. Also vom Text her fand ich es nicht so gut, aber ich fand mal, man konnte sich das von der Stimme her und so ganz gut geben und es hat sich ganz gut angehört. Was bei YouTubern immer richtig gut ist, ist die Location, weil die haben ja meistens auch immer gute Kameras und gutes Setup und sind auch wirklich in der Lage, ein gutes, geiles Video zu schneiden. Alles in allem kann ich nur sagen, meine Meinung zu dem ganzen Stuff ist, zu diesen YouTuber-Songs und allem, ich find's gut. Weiter, macht alle weiter. Denn ihr entwickelt euch auch alle weiter und irgendwann, wenn zum Beispiel eine Bibi an sich richtig fett arbeitet, klingt die auch bestimmt richtig fresh. Weil ich meine, ihre Stimme klingt ja jetzt nicht komplett scheiße. Also einigermaßen ist das Singtalent schon vorhanden. Deswegen, wenn sie noch ein bisschen übt und sich weiterentwickelt zum Beispiel, wer weiß, dann ist in ein paar Jahren auch mal ein richtig guter Song von Bibi draußen. Wir werden sehen. So Leute, das soll es dann auch von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einer Bewertung. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Hier findet ihr die anderen Videos. Lasst mir gerne ein Abo da oder sonst irgendwas, was ihr wollt. Haut rein, macht's gut und ciao.